Aber es ist gar nicht so ekelhaft, es ist so voll, es ist so Balsam. Oh Mann, es ist voll eklig. Hallo Freunde, heute ist ein relativ besonderer Tag. Ihr glaubt nämlich nicht, wo ich bin. Vielleicht könnt ihr es im Hintergrund ganz gut erkennen. Mattes ist auch am Start. Mattes ist natürlich im Klimansland und ich bin auch da. Ich bin jetzt heute für nur einen Tag da, weil es für mich morgen nach Köln geht. Da kriegt ihr natürlich auch Videos zu sehen von der FIBO. Und Mattes hat gerade einen Dieselfilter bekommen und den haben wir jetzt eingebaut. Da seht ihr jetzt auf jeden Fall ein paar Ausschnitte von und vielleicht sind wir gleich auch noch ein bisschen am Löwenzahnmobil dabei. Und da bin ich dann auch am Start und werde noch mal ein paar Aufnahmen für euch machen. Also viel Spaß. Ja, ich habe seit einiger Zeit gemerkt, dass ich an meinem Bus ziemlich wenig Leistung habe, dafür, dass ich eigentlich 102 PS habe. Und der Hauptgrund dafür ist oft auch der Dieselfilter. Deswegen baue ich heute meinen Dieselfilter hier im Klimansland ein. Da ich in diesem Video sehr wenig gesagt habe, versuche ich das erste Mal über solch ein Voice-Over. Als allererstes müsst ihr natürlich die Motorhaube aufmachen, wie ihr das hier gerade sehen könnt. Und zunächst die Batterieabdeckung entfernen und darunter könnt ihr dann relativ direkt den Dieselfilter erkennen. Als nächstes haben Mattes und ich versucht, den Dieselfilter dann mit einem Hammer von unten zu lösen, weil der ziemlich festgerostet war, bevor wir überhaupt erstmal irgendwelche Schläuche entfernt haben oder ähnliches. Nun ist der Dieselfilter einigermaßen gelöst und wir begeben uns an die Schellen. Die lösen wir natürlich auch, erstmal nur die vom Vorlauf. Denn bei dem Rücklauf müssen wir beachten, dass wir diesen Splint dann direkt entfernen. Ja. Okay. Bevor wir jetzt den Dieselfilter komplett rausgenommen haben und die Schläuche abgezogen haben, kommen jetzt einige Szenen, wie wir aus Mattes Bus ein bisschen Diesel abziehen wollten, weil der Dieselfilter muss natürlich mit Diesel gefüllt werden, damit man nicht so viel orgeln muss. Und da sind echt ein paar Szenen bei rumgekommen, die ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Also viel Spaß dabei. Oh, ey, das ist voll eklig, ey. Wie merkst du, dass es kommt? Das kriegst du es im Mund? Ja. Schon? Nein! Im Normalfall schon. Aber es ist gar nicht so ekelhaft, es ist so voll, es ist so Balsam. Oh Mann, es ist voll eklig. Ich mach's noch einmal, aber dann nicht mehr. Und hier, der Tank ist halt echt, bei mir ist gerade auch fast leer. Richtig erniedrigend, Alter. Schluck. Das ist übelst widerlich. Aber wir brauchen jetzt halt irgendwie den Diesel. Ja, okay, genau. Für dich war es auch ganz schwer. Nachdem wir es jetzt geschafft haben, den Dieselfilter mit Diesel zu füllen, machen wir uns jetzt daran, die ganzen Schläuche abzuziehen und natürlich auch das Vorwärmventil zu entfernen. Na komm. Jetzt sitzt der neue Dieselfilter an seinem Platz und wir müssen die Schläuche wieder dort anbringen, wo sie vorher auch waren und die Schellen ordentlich festziehen und den Splint befestigen. So, jetzt kommt, nachdem wir den Dieselfilter eingebaut haben, der allererste Test und wir gucken mal, ob das Auto direkt anspringt oder nicht. Gut, hört sich gut an, oder? Ja. Welche Seite habt ihr immer abgehobelt hier? Die grüne, ne? Ja, okay. Die wird immer besser. Okay. Hobelst du auch ein bisschen? Ja, hier so ein Brett. Du hast noch nie gehobelt, gell? Nö. Wo gehobelt wird, fällt Spiel! Ja. So Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne mal einen Daumen dafür nach oben und ja, guckt gerne bei Mattes auf jeden Fall vorbei. Ich hoffe, euch hat das spontane Video gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also haut rein!